Los. So, nun sind wir beim letzten Test angekommen. Nachdem alle Sandwiches und alle Waffeln von den Kollegen alle verputzt wurden und sehr genial schmeckten, versuchen wir jetzt mal die Grillfunktion. Hierfür haben wir jetzt die Grillplatten eingesetzt und verteilen jetzt den Fisch darauf. Die Schichtung ist sehr schön, sodass man hier gar kein Fett braucht. Ein bisschen Fett bringt der Fisch ja von alleine mit. So, aufpassen, dass dann nichts über den Rand guckt, damit es keine Sauerei gibt. Und so, jetzt schauen wir mal kurz als Grill. Die Zubereitungszeit variiert je nach Grillgut und der gewünschten Garzeit. Wir warten einfach mal 5 Minuten. So, jetzt haben wir den Fisch für 5 Minuten gegrillt und er sieht toll aus. Das Fett ist ausgetreten und ist jetzt auf der Grillplatte, was wiederum bedeutet, dass das jetzt sehr fettarm ist. Das ist das Ergebnis. Es riecht toll und wird wahrscheinlich auch genauso gut schmecken. Ja, zusammengefasst lässt sich sagen, dass der Sandwichmaker hervorragende Sandwiches macht, tolle Waffeln und auch gut grillt. Was die Reinigung angeht, ist eher schwierig. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Komfort gewünscht und dass hier vorne die Abblendung nach unten hin zu ist, damit nichts ins Gerät gelangen kann. Wir haben es jetzt einmal mit zugegebenermaßen sehr vielen Sandwiches getestet und da ist auch direkt etwas Käse in das Gerät gelangt, was ich wahrscheinlich nicht mehr rausbekommen werde. Ansonsten ist das Gerät sehr günstig und gut verarbeitet. Ja, wer sich vor dem Reinigen nicht scheut und gerne Waffeln, Sandwiches und kleine Grillgeschichten isst, dem kann ich den Chef, dem Multichef von First Austria nur empfehlen. Bis zum nächsten Mal bei Experten beraten.